Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Birkenfeld V6. So, wir starten wieder. So war das. Und die Seemaschine schalten wir an, das aktivieren wir und let's go. Müsste eigentlich alles passen. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Ich muss ja nochmal Saatgut und Dünger holen für das nächste Feld. Das reicht definitiv nicht. Saatgut könnte, aber Dünger wird enge. So, Delay. Jetzt hier weiter und Attacke. So, zack. Jetzt ab dahinter. Und nochmal Saatgutdünger auffüllen. Ja, haben wir bisher Produktion habe ich schon bestellt. In der Sicht während der Fahrt sollte man das nicht tun, hier kommt so die Knete raus. Oder mal dem Lenkrad wieder, muss ich echt mal das fertig machen, dass ich das so hinkriege, wie ich es mir geplant habe. Aber irgendwie komme von Arbeit heim, zack, Zeit weg. Von Arbeit nach Hause gekommen, YouTube-Videos aufgenommen, beschriftet, zack, Zeit im Eimer. Kannst gar nicht gucken, so schnell. Ich bin so schnell die Zeit durch die Finger gerutscht, glaubt man gar nicht. So, dann machen wir mal den Weizen drauf, obwohl so groß Saatgut ansetzen lohnt sich auch nicht mehr, weil die letzte Woche, was das Projekt läuft, ich muss einfach an Sachen. Ich schaff's zeitlich nicht mehr, ich muss da ein bisschen kürzer treten, ganz ehrlich. So leid es mir tut, aber es ist leider so. Und dann auf Krampf und euch irgendwelche Videos hinschmeißen will ich auch nicht. Weil ich das auf Krampf mache, so verlierst du selber die Lust und Laune und den Spaß dran. Und das ja, ist ja noch schlechter eher für euch als für mich. Und das, ich sag mal so, das kriegt man, als Zuschauer kriegt man es wirklich mit, ob derjenige da wirklich Spaß an der Freude hat, was er dort macht, oder ob er bloß hinrotzt, weil er es muss. So, Schlappe zu, Affe tot, wie man so schön sagt, aber mit dem Affen haben wir nichts am Hut, also bloß Klappe zu.
Oh, jetzt geht's sonst. Eigentlich hätte ich noch so viel geplant, aber wie gesagt, die Luft ist raus. Ich habe ich gerade so eine Phase, wo ich einfach nur Platttext bin, weil ich von Arbeit bin. Ich könnte manchmal im Stehen schlafen. Mit dem Sieb an Spinnstellen auf Arbeit und dann am Spinn hinwegnicken. Also jetzt in der Frühschichtswoche. Ich bin gerädert, noch und nöcher. Ob ihr jetzt diese Woche, wo ihr die Folge seht, habe ich nochmal Frühschicht, vielleicht wird es in der Woche besser. Aber jetzt die Woche davor, Montag bis Donnerstag, wo ich Frühschicht gefahren habe, platt. Wird von Spätschicht am Freitag auf Samstag früh eine spätere Normalschicht, nenne ich es mal. Von 8 bis 16:30 Uhr. Boah, schon, warte mal, ist schon wieder. Das ist immer, ich nenne es ein hartes Stück. Aber manchmal geht es halt wirklich nicht, dass du. Also von Arbeitsende bis Arbeitsbeginn hast du halt teilweise bloß deine 11 Stunden. Das haut ja ordentlich rein. Dann hatte ich einen Tag frei und dann ging es in die Frühschicht. Das haut auch ordentlich zu, muss ich sagen. Und da ich lange keine Frühschicht mehr gemacht habe, haut die dort all die. Sag mal, seit ich aus dem Krankenhaus wieder raus bin, habe ich im Prinzip nur einen Tag Frühschicht gehabt. Das ist im Prinzip Spätschicht. Oder halt frei. Und krank. War ja alles so, das war ja alles so. Wenn ich jetzt rückblickend gucke vom der letzten Juliwoche bis jetzt, war relativ spätschichtlastig bei mir. Muss ich so sagen. Ich muss sagen, dazwischen kam auch Urlaub, 2 Wochen. Dann kam krank mit, was ich leider nicht, der Krankenhausaufenthalt, der länger war, wie ich eigentlich selber gedacht hatte. Ich hatte mit der Woche gerechnet. 8 Tage sind es geworden. Neun, von Montag bis Montag sind ja schon alleine 8 Tage und Dienstag sind 9 Tage. Da kann man sagen, fast 1,5 Wochen geworden. Und dann, seit ich wieder aus dem Krankenhaus raus bin, Spätschicht gehabt. Dann so eine Kampfwoche mit Spätschicht. Was will man machen? Man steckt die drinne, muss man durch. Und von nichts kommt halt nichts. Sagen wir ganz ehrlich, so wie es ist. In der Hinsicht muss ich unserer Chefin damals, wie sie immer gesagt hat, recht geben. Wir sind hier, um Geld zu verdienen, nicht. Um irgendwas anderes hier Halligalli zu machen. Bei Halligalli wird nie bezahlt, ganz einfach. Und das ist nun manchmal ein hartes Stück. Und ich denke, mein Job ist nun mal körperlich anstrengend. Da hat mich jetzt, sagen wir, die letzten aber 2 Wochen habe ich ein bisschen wirklich geschlaucht. Bei Frühschicht kommt dazu, ich bin es halt nicht mehr gewohnt, dass zeitig aufstehen. Weil meistens so Spätschicht und sowas, das habe ich mir für ohne Wecker gestellt, zwecks YouTube und sowas, aber so 3:30 Uhr aufstehen war halt da nicht drin.
muss ich dazu sagen. So, zack. Müsste man eigentlich fast genug Platz haben dann unten in der Runde. Zurückdrücken das Ding. So, Dilly. Weiter geht's. Auch noch mal vor und mal einen Schluck trinken. So, soweit, so gut. Auf geht's. Im Prinzip zum letzten Ansehen. Oh, selber nicht so enge. Erstens, weil wenn ihr die Folge seht, ist es noch ein guter Monat bis zum LS22. Da ich ja dort O-Projekt, mindestens E-Projekt kriegen will, muss ich sowieso gucken, was ich wegfallen lasse. Wenn ich schon so ein Projekt habe, wo bei mir die Luft raus ist, daher, das will man machen. Dann müssen wir uns wieder noch eine Weile gedulden, bis dann die ersten Mod-Maps kommen und Mods. Und dann geht's los. Wieder auf gewissen Karten zocken. Wenn wir systematisch dann, denke ich mal, die 22, also die 19er Maps wegfallen. Und ich werde sowieso nicht mehr so viele Projekte machen, also 5 Stück sind mir einfach zu viel geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die wird mein Kopf gewachsen. Die 5 Projekte in der Woche, also Montag bis Freitag, sind mir über den Kopf gewachsen. 3, jetzt wie ich es am Wochenende mache, finde ich eine optimale Zahl. Die Tage, wo ich die 3 Projekte, 3 Dinger mache, habe ich mehr Luft hinten raus, um gewisse andere Sachen vorzubereiten oder was anderes zu machen. Also wenn ich hier mit 5 und die Zeit im Nacken und in Ohr, in Hand, gerade beim Spechig, mit einer im Auge guckst du auf die Uhr, mit anderen guckst du, wie viele Videos du noch hast. Das ordnet teilweise in Ordnung. Besser als wenn Stress reinkommt, verliert man die Lust, und wenn nicht mal die Lust verliert, wird's Gameplay bescheiden. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ist einfach so. Die Erfahrung habe ich selber gemacht, und wenn die Lust und Freude am Videos machen verloren geht, ich sage mal so, selber als Creator merkt man es vielleicht gar nicht so. Wer streamt? Oh, die Twitch-Nachricht bekommen. Ein anderer YouTube, ein anderer Twitch-Kollege hat den Stream gerade angeschmissen. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wo haben wir, wo haben wir, wo haben wir?
Er zockt was, was mich nicht so spieletechnisch interessiert. Aber ich meine, kann ja jeder das zocken, auf was er Bock hat. Es muss ja nicht jeder das zocken, was ich gerne zocke oder worauf ich gerade Lust habe zu gucken. Es gibt so viele Streamer, da soll man halt in dem wechseln, der das gerade spielt. Und da passt das. Ich meine, ich habe relativ interessetechnisch, habe ich relativ breit gefächertes Angebot, was mich so an Spielen interessiert. Muss ich sagen. Aber es kriegt mal alles hin. Bei dem Spiel bin ich mal so unschlüssig, ob ich es vorbestelle mit oder nie. Dann kriegt man zwei, drei Tage vorher Early Access Zugang. Ich bin mir halt nur unschlüssig, weil es sind auch wieder 60 Euro, die verloren gehen, also weggehen. Geldtechnisch bin ich gerade so ein bisschen schwierige Sache. Habe mich mit meinem Kollegen unterhalten, er hat gesagt, bei ihm haben sie es vorbestellt, haben sie es noch nicht abgebucht, ob sie es mittlerweile schon gemacht haben. Oder ob es dann erst kommt, wenn es erscheint, die Abbuchung. So, gleich haben wir das Feld auch geschafft. Können wir klapp, zapp, zapp machen und das Ding zusammenklappen und dann geht's zurück zum Hof. Mit auffüllen, waschen, warten, abstellen. So, let's go. In der Sicht. Kommen wir in solchen Alleen oder in solchen Bäumen, kommen wir da besser. So, Dele. Haben wir die Folge auch so gut wie im Kasten? Die Zeit vergeht wegen der wahren Freude manchmal. Wenn sie manchmal nur noch Arbeit die Zeit fliegen würde, wie sie beim Zocken manchmal durchfliegt. Anders kann man es nicht sagen. Auf Arbeit ist ja manchmal, gibt es manchmal Tage, da ist sie wie eingenagelt. Es gibt aber auch Tage, wo zack und weg ist sie wie beim Zocken, aber die sind relativ selten, weil die meisten Tage, die ich so auf Arbeit erlebe, sind, ich nenne es mal als normale Tage, deklariere es mal als normale Tage, wo man halt wo man dann halt die Zeit im normalen Fluss erlebt, aber es gibt auch Tage, wo du auf die Uhr guckst, denkst, es ist eine Stunde vorbei, dabei war es ein Viertel oder eine halbe Stunde. So, komm, drück mal hier drunter richtig. Noch ein Stückchen, da sollte es passen. Jupp, ist voll. Weil wir das Projekt jetzt schon beenden sollten, heißt das nicht, dass ich hier anfange mit Schludern. In Sachen Wartung, Pflege. Wir zocken das konsequent durch bis zum Schluss. Und wenn es nur noch leider 4 Tage sind, für Leute, die das Projekt gefeiert haben oder gerne geguckt haben, bis irgendwo muss ich dann, ich sag mal, irgendwo muss ich ansetzen, um mir mehr Luft zu verschaffen und Druck von mir zu nehmen, weil es ist immer noch ein Hobby und sollte Spaß machen. Wer das nicht versteht, dann tut es mir leid, kann ich auch nicht ändern. Oder Pech.
Muss ich ganz offen ehrlich so sagen, da hat er einfach Pech. Da muss er sich einen anderen Content Creator suchen, der das runterrasselt und ohne Abstriche. Ich schaff's einfach zeitlich nicht mehr und dadurch rutsche ich in den gefährlichen Kreis rein, wo es dann irgendwo dann keinen Spaß mehr macht und zum Krampf wird. Und rumkrampfen wegen YouTube will ich nicht, muss ich mir nicht antun, ist nicht meins. Sag ich ganz ehrlich und komme ich auch jetzt zu Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.